So, ich wollte in der Weltkarte gucken, wo ist denn jetzt hier das Ding? Ach, da hinten ganz. Alter Schwede. Wo bin ich? Ich bin hier. Dann galoppiere ich mal zum Galgenhügel. Da ist ein Schnellreise. Da ist das Mögen die Plätzchen. Götter dich schützen. Nicht so schnell, Plätze. Doch so schnell, Plätze. Schnellreise machen. Dann reisen wir mal ganz schnell darüber, damit wir diesen kleinen lustigen Quest machen können. Zur Wrackküste. So. Willkommen an der Wrackküste. Mist. Hab Großvater gerade rausgekriegt. Tag, Herr Kaufmann. Was? Du willst? Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Zeig mir Steine, Waren und kauf dich mal ein Schwert. Ein Schwert. Ein Schwert. So sieht das gut aus. Krempel? Du willst meinen ganzen Krempel nicht haben? Und die ganze Alchemie willst du auch nicht haben? Das finde ich nicht gut. Bis dann. So, wie komme ich denn da am schönsten hin? Es treibt weg. Na gut, das sind noch 164 Meter, oder? Das ist nicht so weit. Nicht so weit. Dann jockern wir da mal rüber. Ist das direkt im Wasser oder wo ist das jetzt genau? Hexersinne für den versunkenen Schatz einsetzen. So schnell kriegst du mich nicht. So. Das heißt, wir brauchen hier einmal Schwertwahl, bitte. Das heißt, erst einmal Nilfgaardische Armbrust. Jetzt brauchen wir Schwertwahl. Und dann tauchen wir mal ab.
da haben wir doch schon was. Yay! Umdrehen! Sehr schön, sehr schön! Eine Mittagserscheinung, da brauchen wir Erden und da brauchen wir etwas Öl. Und zwar ein Geisteröl. Verfluchtenöl. Nekrophage, Konstrukt, Geisteröl. Interessantes? Oder wieso warst du da? Hier ist doch nichts Spannendes mehr, oder? Nein, ist auch nicht mehr. Komisch. Komisch, komisch, komisch. So, was haben wir denn noch Schönes hier? Schatzsuche greift Schule, Ruinen der Festung beim Leuchtturm. Ja. Wo ist denn wohl die Festung zum Leuchtturm? Da oben. Da sind wir doch schon gewesen, Mano. Oh, verdammt. Na gut. Wir rücken hoch zum Schnellreisepunkt und dann reisen wir nochmal zu diesem komischen Ding ins Kirchenland. Muss doch irgendeinen Grund haben, was wir da oben. Wir sind doch da oben schon gewesen. Der Wind heult. Ey, Wind, heul leiser. Heutzutage ist es sogar gefährlich. Genau, heutzutage ist es sogar gefährlich. Punkt. Kann man dazu stehen lassen, ne? Heutzutage ist es sogar gefährlich. Aber da oben waren wir doch schon. Wie sind wir doch schon gewesen?
Ort der Macht. Donuts. Ja, okay, also, Schwertwahl reinhauen. Und dann mal so ein bisschen hier unter Wasser rumgucken. Ist die Galaut sich in die Koje? Mal wieder um 5 aus dem 4 dann. Oh, du Armer. Ich habe noch ein paar Tage Urlaub. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall was. Danke, dass du da warst, dass du das so lange ausgehalten hast. Komm morgen gut durch den Tag und schau wieder rein. Weiter, was wir hier. Muss da noch irgendwo. Muss da noch irgendwas zu finden sein. Aber ich habe doch schon da oben alles abgeklappert. Wieso muss ich hier nochmal hin? Ich war doch da oben schon. Sag nicht, dass diese Quest jetzt kaputt ist, weil ich hier schon gewesen bin. Bitte was? Ach, da liegt ja noch ein bisschen Zeugs. Wie komme ich denn da ran? Bitte was? So, das wäre jetzt die richtige Höhe. Ja, wie soll das funktionieren? Bitte was?
Ach, da ist noch eine Leiter. Oh, neben der Tür eine Leiter. Meine Herren. Greifen Silberschwert. Ich bin doof. Ich bin so doof. Alter. So doof. Echt. Das war strunzendämlich. So, dafür müsste ich wieder die Ruinen des Signalturms bei Kaer Morhen. Ich bin jetzt gerade im Wählen-Niemandsland. Wie sollt ihr bitte schön die Ruinen des Signalturms von Kaer Morhen finden? Jetzt Schnellreise. Ich bin doch schon da. Durchsuche die Ruinen des Signalturms bei Kaer Morhen. Aber ich bin jetzt bei Lonruk. In Wählen-Niemandsland. Ich kann doch gar nicht nach Kaer Morhen gerade kommen. Ist doch unmöglich. So ein Cheat. Voll der Cheat. So. Die kann ich alle noch nicht machen. Die sind alle zu hoch hier, Level 20. Ich bin in der Stufe 13. Das geht alles noch nicht. Die Nebenquests habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, ich kann momentan wirklich nur Scheiterhaufen Novigrad. Besuche Triss in ihrem Haus. Kann ich das machen? Ja, Triss ist nämlich da oben. Sonst will ich mich erstmal, Ochsenfurt unsicher machen. Jo, dann würde ich nämlich erstmal Ochsenfurt unsicher machen, bevor ich mich an den Rest wage. Wo ist denn Ochsenfurt da oben? Hier unten müsste ich auch nochmal hin eigentlich, ne? So, weil hier von Ochsenfurt habe ich nämlich noch ein paar Fragezeichen zu machen. Dann mache ich das so. Dann juckeln wir nämlich erstmal nach Ochsenfurt. Da sind wir jetzt in Ochsenfurt angekommen. Endlich Ochsenfurt. Ist das nicht schön? Herzlich willkommen in Ochsenfurt. Platz da. Da hängen schon wieder Singer. Da hängen schon wieder Dinger hier. Studentenkleidung bin ich zu verkaufen. Vorsicht, Hochstapler. Der beste Schuster von allen. An unsere Studenten. Fatris et sororis sapientis et incientia docti. Worte können nicht beschreiben, wie sie erst mich schmerzt, euch informieren zu müssen, dass auf königlichen Befehl unsere universitären Privilegien widerrufen wurden, die Insel der Akademie nicht mehr betreten werden darf, im kommenden Studienjahr keine Studenten zugelassen werden, die Sammlungen unserer Bibliothek und Laboratorien verkauft wurden und die Erlöse den Kriegsanstrengungen zugutekommen. Lang lebe unser allergnädigster Herrscher, Radovid der Fünfte, der Gestrenge. Bezeigen wir ihm im ganzen Land unseren Respekt. Dem alten Vrangruß Radovid, Bedicabo te et Irumabo. Johannes Deckermann, Rektor der Akademie von Ochsenfurt. Mein Dank dem König und Gewinnspiel gegen mich, Stepan.
Ich habe eine narrensichere Methode, Hexen zu exorzieren. Lang lebe Raduvid. Ja, ja, du mich auch. Geh mir aus dem Weg. Ich bin doch gar nicht im Weg. Was erzählst du denn da? Warte mal, was? Hier wollte ich nochmal hin. So Quatsch. Ich wollte gar nicht die Stadt verlassen. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Wow. Gibt es denn nicht noch irgendwas Interessantes hier in diesem Städtchen? Gleichen steckt einen an. Mit lang lebe, etc. Genau, etc. Du bist so spein nach diesem Gelage. Ja, so viel mehr spannenden Kram gibt's ja irgendwie gar nicht, kann das sein? Hast du sie gestern schreien hören? Was haben sie der Frau angetan? Das gleiche wie immer. Zuerst die Fingernägel, zum Schluss brechen sie ihr die Knochen. Wow. Ich ertrage das nicht mehr. Nach dem Wachdienst reiche ich ein Versetzungsgesuch ein. Beruhige dich, Pete. Es sind doch nur Hexen. Vielleicht. Schreien tun sie aber wie du und ich. Wow. Ah, die machen aber ganz schön Bambule hier, ne? Richtig was los. Guten Abend. Sei gegrüßt, Meister. Servus. Was kann ich für dich tun? Ja. Hast du Rasiermesser und Schere? Gut, bring mein Äußeres in Ordnung. Das muss auch dringend passieren, ne? So, wir trimmen mal unseren Bart. Wie sieht mir denn glatt rasiert aus? So wie ein Daddel. Machen, oder? Buschiger Spitzbart, sympathische Koteletten, Schnurunterlippen. So, gut, lassen wir mal. Rasiert bis auf Pferdeschwanz, lang und offen, offen nicht zu lang, Seiten rasiert, oben kurz, hinten Pferdeschwanz, den elfischen Rebellenschnitt. In den Kopf zusammengebunden, rasiert bis auf Pferdeschwanz, lang und offen, offen nicht zu lang. Ein Fukuhila. Oh ja, oh ja. Wir machen einen Fukuhila und dann muss natürlich... unterwegs. Der Proleten-Gerald, jawohl, mit Pornobalken und Fukuhila. Gefällt. Bis dann. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Proleten-Gerald unterwegs. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ganz wunderbar. Zum Piepen. So, haben wir noch immer Spannendes hier. Wir haben eine Streitlustig, hier. Wie? Streitlustig? Lustig, ja, aber nicht zum Streiten. Was haben wir hier? Aber nur Haus. Dürr, Obst und Himbeeren. Ich guck mich nochmal um, ne?
guck mich nur um. Keine Panik. Lecker Himbeersaft. Okay. Und mit der Frisur darf er auch überall reingehen und sich in jedem Schränkchen umgucken. Abgeschlossen. Da kommst du gar nicht rein. Gestern wurde wieder eine Leiche gefunden. Jo. Ausgesaugt Ehre und Heimatland. Tropfen Blut. Verpiss dich! Sind wir uns ja, der rote Adler. Die Hexenjäger kriegen dich. Hallo, Kamerad, sei gegrüßt. Was, Stepan? Der will bestimmt wieder. Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bedienen wir nicht. Sehe ich aus wie einer von dieser Liste? Du siehst aus Kann ich schaden, die Dinge klarzustellen? Was haben Sie dir denn getan, die Studenten aus der... Darüber will ich lieber nicht reden, ja? Was darf sein? Mit der Frisur, Gerald, und mit dem Pornobalken unter der Nase siehst du aus, als wenn du auf jeder Liste drauf stündest. Auf jeder Liste, die heißt, hier nicht. Darf ich mich mal umsehen? Wir machen es ein bisschen schwierig. Oh, du hast Kärtchen. Nahkampf Skoyatel, Nahkampf 5, kaufe ich. Nahkampf 5, kaufe ich. Hornets-Kombinanten kaufe ich nicht. So, habe ich denn hier noch irgendwas, was ich dir noch anbieten könnte? Nein, da willst du nichts von haben. Habe ich irgendwie noch ein bisschen Gedöns? Alte Schaffell, alte Rehhaut, alte Ziegenhaut. Bis auf 2. So, und die Muscheln behalte ich. Fell vom weißen Wolf ebenfalls bis auf 2. Normales Wolfsfell behalte ich auch. Asche verkaufe ich da komplett. So. Xenogloss behalte ich. Genauso wie den Talisman. Was steht dran? Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Kann ich zwar drüben hier nicht drinlegen bei den Questgegenständen, aber egal. Bücher willst du nicht haben? Okay. Gedöns? Willst du auch nicht haben. Mein Verzehrbares kriegst du nicht. Obwohl ich finde, ich könnte dir meine Biere verkaufen, ne? Weil ich kriege hier dann eh nur Kopfschmerzen davon. So, dafür kaufe ich von dir noch ein gegrilltes Hühnerbrötchen. Ich kaufe von dir ein paar Schinkenbrötchen. Hühnchenkeule. Gegrilltes Hühnerbein. Ich kaufe. Moment, was haben wir denn hier noch? Erwilluze, keine Ahnung, was das ist. Ich behalte die mal. Fisch kaufe ich auch. Gegrilltes Schwein kaufe ich auch. Ding. Den kaufe ich auch. Wasserfläschchen haben wir auch noch. Was ist das? Himbeersaft. Yum. Bratäpfel habe ich nämlich keine mehr. Backkartoffeln habe ich auch keine mehr. Diese ganzen 50er, die nehme ich nochmal mit. So machen wir das. Die 50er nehmen wir nochmal alle mit hier. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen was am Stissel.
So, du spielst Gwind, ne? Spielst du Gwind? Nicht gegen jeden und immer um hohe Einsätze. Ja, denn. Gegen dich vielleicht. Na, dann spielen wir mal. Ich spiele zu deinen Bedingungen. So. Das Deck lassen wir so, wie es ist. Haben wir hier noch irgendwas Spannendes ansonsten? Nee, ne? Die Einserkarten, nee, kannst du knicken. So, wie sieht es bei Squirtle aus? Eine 5er zugekriegt. Ah, hier. 30. Das ist ein bisschen witzig, ne? Nilfgaard hat er 74. Erstmal hier so einen ganz normalen kleinen Bogenschützen rein. So, hier ist noch ein Bogenschützen. Wow, eine Karte, 10 Punkte. Ich brauche 6 für den Gleichstand. Was hat der für Karten? Ist ja ein Hammer. Gegner fast nur super. So, 45. 49. Welche nehme ich wieder zurück? 49. Ja super, ich habe die Runde gewonnen. Kriege ich eine Karte dazu. Oh, noch dumme Kacke auch noch. Verdammt. Die habe ich eiskalt verloren, ne? Danke und tschüss. Kacke. Vielleicht solltest du wiederkommen, wenn du ein besseres Blatt hast. Ja, oder spielen kannst. Nicht doch. Lass mich leben, Herr. Ja, ist schon pass klar, bloß dass Hexenjäger in der Stadt sind. Ja. Streitlustig, wie? Heißer?